So, genau, wir gehen erstmal hier hin. Ausgezeichnet. Leg dich niemals mit Texas an. Das ist aber schön. Die Rutsche irritiert mich. Ich muss da lang gehen. Oder? Hier ist ein Bild. Ich dödel. Und ich denke mir so, warum muss ich denn hier hin? Ja, wegen dem Bild. Aber wie komme ich denn jetzt zu dem Pfannenwender? Nee, das ist ja der Ausgangspunkt. Oder? Nee, ist es nicht? Doch, ist er. Wow! Ach, leck mich doch, Spiel, ehrlich. Also manchmal denke ich mir wirklich so nach dem Motto, ja, kannst dich selber verarschen, wirklich. Das ist eine gute Idee, Gary. Das versuche ich. Was auch immer. So, wo war jetzt hier, was ich meine? Da oben ist das. So, da muss ich jetzt hier irgendwie gucken. Da muss ich jetzt hier irgendwie schauen, wie man da hoch... Also, es kann auch sein, dass es da später irgendwie was gibt, aber... Ja, es lädt die Soundfiles laden neu, aber die Animation ist schon da. Ja, keine Ahnung, also. Ja, okay, wollte schon sagen, hoffentlich wird das nicht resettet. Sonst wäre ich ein bisschen wütend. Ja gut, also so sind wir ja am höchsten, ne? Warte mal, wo ist jetzt orientierungstechnisch da oben? So. Aber da komme ich ja... Da komme ich auch nicht hingeflogen. Jetzt würde ich ja sagen, ja gut, dann fliege ich da einmal ganz grob hin. Das ist halt... Also ich schätze mal... Okay, ich könnte... Das wird nicht reichen. Nein, das reicht nicht. Aber ich kann nicht ausprobieren weiter. Ja gut, und endlich fliegen kann die anscheinend aber auch nicht. Ja, also ich hoffe, du machst keinen Ärger. Unfug, ich will doch nur helfen. Helfen, euch alle bei meinem Aufstieg an die Macht zu zerquetschen. Wie war das? Nichts. Sag mal, siehst du diese Laser dort? Meinst du die Dinger, die wie abgefahrene Waschmaschinen aussehen? Für dein mickriges Gehirn sehen sie wohl so aus. Du musst sie alle einschalten, um den letzten Abschnitt des Grabens der fortgeschrittenen Dunkelheit zu überqueren. Ich hoffe, das ist kein schmutziger Trick, du Schurke. Du Schurke. Ja. Na gut. Dann lassen wir den Pfannenwender mal da. Vielleicht kommt dann auch später nochmal eine Fähigkeit oder so. Das hatten wir auch schon oft. Deswegen, wer weiß. Eine Socke. Ah, okay. Alles klar. Da bin ich ja auch direkt natürlich selbstverständlich draufgekommen. Wie denn auch nicht. Und tot. Das ist so ein dummer Dreckskack. Alles in Ordnung? Du siehst so grün aus. Also, ohne Mist. Hier manche Sachen, weshalb man stirbt, sind wirklich saudumm des Todes. Ich verstehe auch nicht, warum ist denn dann auch nicht erst das Ding hier erschienen? So. Feuere. Ach, ich war noch in der Cutscene. Ich konnte gerade nicht springen.
Ja, ich würde da schon gerne irgendwie hin. Also ich merke halt, so weiter ich das Spiel spiele, desto verbuggter ist es einfach gefühlt. Also ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder so, oder ob es tatsächlich so ist, aber also... Ich muss sagen, es fühlt sich halt schon echt frech an. Auch vom Level-Design her ist es halt, wird es halt immer anstrengender. Und ich rede nicht von schwierig, sondern halt wirklich von anstrengend halt. Dass ein Spiel schwierig wird, ja schön, da freue ich mich drüber. Das will ich ja auch. Das hatte ich mal in irgendeiner Kritik gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Crash Bandicoot war oder so. Da war als Hauptkritikpunkt bei irgendjemandem so, ja, das wird hier immer schwerer. Aber ich spiele doch das Spiel nicht, damit das schwerer wird, sondern ich will doch mehr Spaß haben. Ja. Oh, Level werden immer schwerer in einem Videospiel. Das wusste ich nicht. Nicht so ulkig. Ich habe irgendwie das Gefühl, da unten ist noch was. Aber ich will es auch irgendwie nicht herausfordern. Ja, wollte gerade sagen, die Explosion holt mich doch bestimmt ein. Und tschüss mal. Okay, schon besser. So. Ich weiß, ich will's rausprobieren. Ah. Okay. Level Design hier, ne? Also ohne Mist, das ist nicht gut. okay, interessanter Ausgangspunkt. Aber ich muss da lang. Aber das mit dem Laser... Ja, der ist noch aktiviert, alles klar. Muss ich halt wenigstens nicht in eine Richtung. Oh, ich könnte jetzt so ein... Ich könnte jetzt wie nennt sich die Scheiße? So ein Backfisch essen oder sowas, ne? Krieg grad voll Hunger auf irgendwie sowas. Oder Krieg grad Hunger einfach auf irgendwas Fischiges. irgendwie so ein Alaska-Seelachs. So ein panierter. Der wäre jetzt lustig. Auch schön, wenn man nicht erst den Spawner kaputt macht. Und irgendwie Reis dazu oder so. Oder ach, was weiß ich. Irgendwas dazu. Irgendwas Leckeres. Oh, Reis habe ich auch schon lange nicht. Wieso ist denn da jetzt noch einer gespawnt? Willst du mich verarschen? Ach, da oben ist noch ein Spawner. Nimm das, Igel. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBob's unten... So, zwei. Was so Reis und so ein, einfach so eine blöde Soße. Autsch. Der hat nicht geschossen. Aber gut. Wenn du meinst. Schwirr ab, du lästiges Ding. Eine Erfrischung. Autsch. Okay, schon besser. So, da waren wir schon. Jetzt müssen wir dahin, ne? Wäre so ulkig gewesen, wenn das Ding jetzt hier auch einfach durchsichtig wäre. So richtig reine Verarsche. Ja, Mann! Also ich finde das Level hier echt frech. Kann man sagen, was man will. So. Gut. War nur 3. Und tot. Aha. Ah, okay, jetzt kommt man da weiter. Alles klar, dahin ist auch Exit. Heißt Ausgang, falls das noch niemand wusste. Ich nehme mich nicht. Da unten waren wir auch schon. Hm.
Da drunter und da drüber und schöner Schleifchen. Und ab geht's durch die Öse. Nein! Ist das gut? Okay. Komische Geräusche hier. Will das Spiel mir jetzt etwa sagen, ich soll darüber und dann darüber? Also jetzt mal ohne Mist, wenn das so ist. Ich muss jetzt zum dritten Mal hier lang. Warum hat man das denn nicht vorher irgendwie oder später jetzt freigeschaltet? Oh, wird gefurzt. Passiert halt auf dem Besten, ne? Ja, Tatsache. Ich glaube, da unten wäre ich nicht hingekommen. Krieg ich hier bitte noch so einen Anhaltspunkt oder so? Nein? Also will das Spiel, dass ich jetzt darüber fliege? Okay, wenn das Spiel das so sagt. Ich war überhaupt nicht in deiner Reichweite, aber gut. Yo, ich hab doch nichts getan! Ich könnte hier so kotzen manchmal. Ich verstehe manchmal nicht, was das Spiel von mir will. War ich hier das falsch oder so? Wenn du, wie kriege ich denn hier den schlafenden Typen sonst platt? Ein Ungeziefer weniger. Ja, wie? Ich bin nicht in dem Feld. Oder der wollte, dass ich jetzt hier in die Kiste gehe und dann SpongeBob wechselst. Yo, Junge! Okay, schon besser. Kann ich ja gar nicht. Ich muss hier ja gleich rüberfliegen. Also sowas ist eine absolute Dreistigkeit. Ja gut. SpongeBob könnte man hier rüber springen. Ich will es nicht wagen, dahin zu springen, auch wenn es so aussieht, als dürfte man dahin. Aber ich kenne diese Spiele-Kacke. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Eine Erfrischung. Ja, halt nicht. Ich kriege vielleicht wirklich so einen Scheißanfall oder sowas. Ja, Mann! Es geht doch nicht über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Autsch! Nimm die Scheiße, einfach geh hier. Einfach abhauen. Ich weiß, vielleicht muss man mit SpongeBob hin. Mir ist es aber egal. Ich gehe einfach raus. Okay, ich habe hier so ein Lego-Teil, das ist irgendwie total verschoben. Schmilzt das Teils? Also nicht das Lego-Teil, sondern das, so ein Sticker da drauf. Total random, ich weiß. So ist das hier manchmal. So. Jetzt sind wir hier gelandet. Moment, war ich hier bei? Aber ich finde das auch schön, dass wir gerade wieder zu SpongeBob einfach geworden sind. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Also, ich denke mal, wenn ich hier lang gehe, kommen wir wieder zurück. Ja, dann probieren wir es doch mal. Da ist auch Mr. Krabs. Krabs steht übrigens für Krebs. Hey, Mr. Krabs, was machen Sie da?
Ich könnte schwören, ich hätte hier gerade noch einen goldenen Pfannenwender gesehen. Aber der scheint diese Rutsche hinuntergefallen zu sein. Oh. Die Rutsche hinunter? Vielleicht hat er sich ein Bein gebrochen. Ich muss ihn retten. Los, mein Junge, los! Rette den armen Pfannenwender! Alles klar. Ach ja, stimmt, ich töte. Die rutschen ja runter. Weil die ja nicht auf... Oh. Wow. Oder Super-Mega-Kombo. Und tot. Tanzt den Schwamm, Leute. Tanzt den Schwamm. Oh, ich freue mich so, wenn wir gleich durch sind. Funktioniert der Stream denn noch wenigstens? Haben wir wenigstens etwas Gutes? Ich könnte gleich... Doch, ich glaube, ich fresse eine Pizza gleich. Ist mir jetzt egal. Ich guck, ob ich noch so eine Special-Pizza mir machen kann. Ouch. Ouch. Ja. Hurry. Geschenke öffnen ist klasse. Was geht denn hier die ganze Zeit eigentlich kaputt? Oder ist das, weil ich an dir dran vorbeigehe oder sowas? Und jetzt? Hä? Aber hier war ich doch schon mal. Hier war doch die Socke. Wie schrecklich! Aber ich verstehe. Was will das Spiel jetzt von mir? Los, mein Junge, los! Rette den armen Pfannenwender! Okay, ich mach mal was. Ich drück mal nicht den Schalter. So, die meisten Dinger sind hier jetzt sowieso kaputt. Nee, doch nicht. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass das gar nichts ändert. Nein. Ja, oder es spawnt hier vorne, aber ich sehe auch nichts. Was fehlt uns denn eigentlich noch? Also wenn uns einer fehlt, dann weiß ich, wo der ist. Es fehlen noch zwei. Also bei den Lasern fehlt nur einer und am Anfang. Das ist ja das wahrscheinlich damit Mrs. Puff. Wieso fehlt mir denn bei den Lasern noch einer? Oder wir haben alle Socken auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Ich kann da hinreisen? Moment, das geht? Moment. Okay, einen Moment. Oder reist du jetzt einfach nur nach Rock Bottom? Dann fände ich das widerlich. Tatsache. Ist ja geil. Ich kann jetzt einfach hier hinreisen und dann die Mission von Mr. Krabs machen. Das ist ja easy. Ja gut, die Socken sind dann aber wahrscheinlich versteckt, ne? Wahnsinn. Den ganzen Tag Nachrichten. Den ganzen Tag. Also ohne Mist, ich glaube, ich werde in Zukunft mein Handy ausmachen. Den ganzen Tag über. Nur noch am Abend. Und wenn jemand was für mich will, dann soll er bitte anrufen. Da liegt der einfach. Unser Gegner. Ja, den habe ich auch selbstverständlich direkt gesehen. Selbstverständlich habe ich den direkt gesehen. So, wir haben wenigstens auch alle Bilder, das ist schon mal ganz gut. Dann gehen wir jetzt hier noch nach hier vorne hingucken, wo der... Vielleicht muss ich mit Plankton nur reden. Hab's verpeilt. Achso. Na, was ist los?
Hallo? Okay, schon mit ein wenig Ellbogenschmalz aus dem Süden schafft man alles. Tatsache, ich hätte nur mit dem noch reden müssen. Ja, mir fehlt ja aus den ersten Leveln auch noch Sachen. Das werde ich auch irgendwann mal machen. Ich will das Spiel ja auf 100% schaffen. Aber... ey, das ist ja schon mega skurril. Also theoretisch musst du halt wirklich nur einmal alles ablaufen, die Socken gucken, wo die sind und die Zusatzmission, die es dann gibt. Und dann kannst du dich ja sowieso überall hinreisen, wenn du irgendwas verpeilt hast. Das letzte der gesuchten Kunstwerke, Mrs. Puff. Ich habe keinen leuchtenden Stein auf dem anderen gelassen. Tja nun, gut gemacht, SpongeBob. Das Museum kann jetzt endlich wieder eröffnet werden. Und hier ist deine Belohnung. Okay. Ja, damit hätten wir Rockbottom auf 100%. Krass. Sass? Ich guck nochmal nach. Sand. Hä? Da. Haben wir alles. Ja, schön wäre es, wenn noch da oben stehen würde, die Prozentanzeige. Hier haben wir zum Beispiel alles voll. Ja, bei SpongeBob Patrick. Da fehlen mir noch Socken. Achso, das ist die Oberwelt. Okay, alles klar. Das ist generell die Oberwelt. Innenstadt. Genau, das ist das erste Level. Da fehlt mir zum Beispiel noch komplett eins. Das sind zwei Sachen, ne? Aber das sind so Sachen, damit kann ich ja arbeiten. Socken fehlen mir noch. Alles gut. Ist gepupt. Ja. Klang so. Pech, Chasey. Ja, ich mach doch gleich hier aus. Geht noch mal zur Oberwelt. Ja, Leute. Deswegen, apropos Oberwelt, da sind wir. Nächstes Mal kommt wahrscheinlich der Sand Mountain. Und danach können wir dann weitergehen, tatsächlich. Ja, aber läuft doch. Läuft doch gut. Ja, es macht Spaß. Wie gesagt, da sind zwischendurch so kleine Sachen, die mich stören. Aber ja, wie jetzt mit dem Porten. Macht die Sache wieder doch angenehmer. So, das war's mit SpongeBob Schwammkopf. Schlacht um Bikini Bottom, Rehydrated. Und ja, mal sehen, wann wir das hier weiterspielen. So.